Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir den 26.08. Donnerstag. Donnerstag. Mit Sephiroth und Sugar Daddy. Servus. Servus. Grizi. Olofmeister. Ja, das zweite Match ist gerade die erste Runde rum. Fnatic hat verloren. Wie viel war es? 16 zu 6 oder 7, ich weiß nicht. Das war Dust, oder? Nee, das war Mirage, gell? Mirage-Map war das. Mirage. Ich glaube, ja. Und, ja. Olofmeister halt, hat nicht so gut gespielt. Ja. Und ja, das lief überhaupt nicht. Jetzt kommt. Kann noch wieder umreißen. Jetzt kommt Inferno und danach kommt Kabel oder sowas. Cable. Da scheint gerade ein Kabel. Cobblestone. Ach, Cobblestone, ja. Ja. Ich dachte eben, da steht Loch bei mir hier. Aber da steht Lock. Stimmt, sieht aus wie ein Haar. Hat nichts mit dem Loch zu tun. Einfach nur. Ihr wisst ja, wie T-Shirts gedruckt werden. Hat man bei Nike gesehen. Kennst du das? Nee. Nicht? Nee. Also so 3-4 Wissenschaftler, die haben Affen gehabt. Und die haben die Affen immer so Dartpfeile genommen, ja. Die haben die gegeben und die durften dann mit dem Dartpfeil auf so eine Weltkarte schmeißen. Und da, wo es gelandet ist, zum Beispiel, was ist das? Kalifornien. Und dann haben die genommen, okay, Kalifornien, das kommt schon mal drauf. Okay. Dann haben die irgend so eine, was weiß ich, so eine große Tabelle mit Jahresdaten. Mhm. Was weiß ich, 1989, was weiß ich was. Und dann hat der Affe nochmal da drauf geschmissen und dann haben die einfach das Jahr noch dazugegeben. Und dann noch irgend so eine Tafel mit Berufen oder was weiß ich was und also Ereignisse. Und dann haben die auch wieder drauf geschmissen und so machen die dann halt so T-Shirts. Warum nicht? Ja, also die Chinesen, ich weiß nicht, bei den Chinesen so ähnlich, so wie das, bla 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 auf Chinesisch und dann unten runter die Übersetzung für das Essen Fuck the Duck till Explode oder so. Ja. So ungefähr, so Bullshit. Gut, ich habe wieder einen Trailer für euch, oder wir haben einen Trailer für euch, das heißt Die Heiligen Drei Könige mit GH geschrieben, heilig. Ich mute mich und dann geht's los, viel Spaß. The night. Wieso geht denn das jetzt schon wieder nicht? Ich hasse das. Immer wenn ich auf Aufnahme beenden gehe, dann muss ich das liegt an dem Programm. Jetzt muss ich neue Fensteraufnahme starten, zack, zack, zack und schon ist es wieder da. Also ich verstehe das nicht. Das ist so ein dummer Fehler, aber keine Ahnung. Jetzt aber viel Spaß. Before Christmas and all through the borough, the children were snuggled. Their presence wrapped thorough. But this tale's not about presents, or Santa, or ponies. It's about three dudes, three bros, three ride or die homies. Gentlemen, 14 years ago to this very night, I lost my parents. You guys have been with me every single Christmas since then. You knew. But tonight, we have decided to end this tradition. Chris is just too fucking famous to hang out with us anymore. And Isaac's about to have a baby. This is for you. A Wu-Tang onesie? Yeah. And ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to okay, fuck okay. with. Okay, they can hear that. You have been such a rock throughout this whole pregnancy. You're like my Dwayne Johnson. Thank you. Tonight, just focus on yourself. Holy shit! Shrooms? Is this cocaine? You haven't done cocaine for 11 years, I don't think. Yeah, no one has, I don't think. Holy fuck. Yeah. I have a present for you. We're going to the best Christmas party in New York City. So that gives us several hours to hit as many traditions as possible. To the end of an era. I think the cocaine and the mushrooms are reacting poorly. Are you gonna be cool at this party? Cool as fuck, G. You look insane, only your right eye is working. Do I look weird now? Yes, you look weird! Still weird. Weirder. You guys missed her singing Miley Cyrus. She destroyed Wrecking Ball. You still like that song? Everybody does. You can cry to it. You can run to it. Yeah. You can party to it. Timeless. I came in like the wrecking ball. I never hit so hard. I'm gonna be honest. I'm freaking out about having the baby. I'm supposed to be a rock, but I'm not a rock. How fucked up are you right now? Hallelujah! Not that kind of church. No. Who's that guy? What guy? Down the cross. Jesus. Oh, Jesus. Is that what they think we did to him? Yeah. Can they tell I'm Jewish? Yes. Help. Your fucking sweater.
Oh, don't you dare throw up in here. Swallow it like a girl would. I need a barf bag. Barf bag. Is it still happening? It's still happening a little, yeah. We did not kill Jesus! We did not do that! I came in like a wrecking ball. I've been having a pretty crazy night. I'm gonna level with you. I'm a little fucked up right now. You have dogs. Oh, hi, I love you. Bescheuert. Tja, gibt's auch. War gut. Anscheinend geht's um Juden, der sich in der Kirche übergibt, ja. Ist cool. Hast du das Interview geguckt? Nein. Ah. Leider nicht. Den ich würde den gerne sehen, ja. Aber? Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den sehen kann. Der steht da irgendwo. Stimmt. Bei der Auswahl, das müsstest du mal aufnehmen. Ist nicht gerade wenig. Und hier liegt noch eine Kiste, wo er noch nicht geguckt hat, ja? Man legt auf, also sich bestimmt 30, 40 Blu-rays natürlich, warte. Ja, also nicht die billigen DVDs. I, wo ist ein I? H, K, L, M, H? Die sortiert er sogar noch. I, da, wo ist der Film? Der ist gar nicht da. Wo ist der? Weißt du, wenn man so viel hat, ne? Hab ich den rausgeliehen? Mir nicht. Nein, mir auch nicht. Ja, aber derjenige, der ihn hat, der weiß schon. Timo? Ja. Fruchtzwerg. Yes. Ja, der aber der steht da nicht. Also hast du noch? Dann will ich den wieder haben, wenn das wirklich so ist. Wie der Urwild, der guckt nicht. Doch, der guckt es. Morning Talk gucken sie alle. Oh. Alle. Hallo Fruchtzwerg. Hallo Urwild. Hallo. Achso, okay, ja. Das andere hat er nicht geguckt, ne? Er hat gesagt, die Let's Plays guckt er nicht. Oh. Aber das Morning Talk, da ist er immer dabei. Ja, da hat er sich ganz schön verbrannt, ey. Ja. Ich habe noch deine Festplatte. Die hast du doch letztens dabei gehabt. Ja, und jetzt habe ich sie wieder. Liegt. Fuck. Ja, weil er meine Festplatte vergessen hat. Deswegen habe ich gesagt, nur dann kriegst du sie nicht. Und letztens Mal haben wir uns dann wieder getroffen. Da hat er sie dabei, aber ich hatte seine vergessen. Ach so. Und ja, jetzt hat jeder halt noch. Vielleicht klappt es ja gestern. Weil gestern wollten wir uns treffen. Ich hoffe, wir haben das gemacht. Und du weißt ja warum. Ja. Ja, wir wollen endlich mal wieder spontan Gebabbel machen. Kennst du das? Ich weiß gar nicht. Ich kenne das nur von anderen. Let's Playern, was weiß ich was, von anderen Leuten halt. Ja, ja gut. Von euch kenne ich das jetzt nicht. Also. Ja, du hast noch nicht geguckt. Ja. Wir reden halt, das müssen wir mit dir auch machen, wir reden halt so 40 bis 60 Minuten über irgendeinen Scheißdreck. Uff. Und es ist wie ein Podcast, nur dass man uns dabei sieht. Und ja. Okay. Habe ich halt schon lange nicht mehr gemacht und ich weiß nicht, ich hatte so einen geilen Tisch, gell? Der stand dann hier, wir haben da gesessen so ringsherum, haben gegessen, getrunken und dabei geredet. So gut. Das war geil. Und jetzt habe ich den Tisch halt nicht mehr. Ich hatte schon tausendmal erwähnt, aber... Das müssten wir bei dem Chinesen machen am runden Tisch, weißt du? Das wäre geil. Das wäre cool, ja. So eine Presskonferenz. Pressekonferenz. Themen sind ja jetzt auch wieder dazugekommen. Ich will einmal über Yu-Gi-Oh! Reden. Ich tease jetzt einfach, ist doch scheißegal. Dann das, was wir gestern hoffentlich aufgenommen haben... Geht um die Urlaubsreise, sagt nichts, wo es hingeht. Das wird dann im Spontan. Nicht angekündigt. Im Spontan gebabbelt wird das. Deswegen, wo es hingeht. Und. Ja. Du hast einen Film dabei. Geht nicht nach Tunesien. Nein, es geht nicht nach Tunesien. Da war ja schon. Da war ich schon. Ich habe noch einen Film dabei. Mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren. Einen davon. Ja. 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 Geht. Noch gar nicht geguckt. Den Film habt ihr bestimmt schon mal gespielt, hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, dann müsst ihr das noch wiederholen. Es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, für PC, für PlayStation kam's als erstes raus. Für PC, für iPhone, ich glaube jetzt sogar ganz neu, habe ich gestern, glaube ich, gelesen. Beziehungsweise nach unserer Zeitrechnung jetzt halt hier in dem Video waren das, glaube ich, schon 5 Tage her. Am Samstag hast du es gelesen. Das ist jetzt neu fürs Android rauskommt. Und zwar geht es darum, Final Fantasy VII, Advent Children, der Director's Cut. Und guckt euch wirklich nur den Director's Cut an. Die andere Version, halt du das mal, du kannst es besser. Bevor du anfängst, den Film zu erklären, gell, ja. Der Marvin, der war ja auch schon da und hat den Film auch dabei gehabt. Aber, aber nicht der Director's Cut. Deswegen... Director's Cut, auf jeden Fall. Nicht Director's Cut ist einfach verschwendetes Geld. Den habe ich aber auch noch nicht geguckt. Ich habe nur den normalen geguckt. Der Film ist, glaube ich, 3-4 Minuten länger. Okay. Und
es fehlt eine wirklich entscheidende Szene in dem Film. Die wurde nämlich komplett weggemacht und Scheiß. Wurde anders dargestellt. Es wurde der Kampf quasi zwischen Cloud und Sephiroth wurde komplett weggeschnitten. Alter. Die letzte finale Szene quasi, wo Sephiroth den Cloud aber so richtig in den Arsch tretet, ja, die fehlt komplett. Man sieht den Kampf gar nicht. Und der Kampf ist dann plötzlich vorbei. Ich habe den nämlich mal im Free-TV gesehen. Die kämpfen hin und her, das ist drin. Dann auf einmal sitzt Cloud halt kaputt halt auf dem Boden. Und dann kurz Zeit später, zack, setzt er sein Ultra-Angriff da ein. Oh, wie hieß er nochmal? Ah, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es auch nicht. Frag mich nicht. Ich glaube Ultima-Angriff oder so. Ah, Omnischlag, genau. Setzt ihn einfach sofort ein und dann hat er gewonnen. Und das war's. Das war die, ja, stimmt, die genau. wichtigste Szene, genau. die hat einfach mich. Gefehlt. Ja. Und in der Director's Cut Version sieht man nämlich die komplette Szene und die ist einfach nur ultra geil. Sephiroth kommt dem Cloud immer näher mit seinem Daikatana, beziehungsweise seinem Katana, das er natürlich mit links trägt, ja, als echter Badass. Und sticht ihm das erstmal hier in die Schulter rein. Hebt den hoch, schmeißt den hoch und und dann ist es einfach ultra geil. Man sieht halt nur, wie Sephiroth wie so ein Gestörter auf ihn zusticht. Ja, man sieht, dass das hier überall durch seinen ganzen Körper halber durchgeht, das ganze Schwert. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Szene ist einfach nur saugeil und die fehlt halt in der normalen Version. Der Film ist schon 10 Jahre alt. Ja. Alter. Und ich weiß nicht, ob ihr das natürlich mitgekriegt habt, Square Enix, nicht Squaresoft, macht jetzt ein Remake. Hast du gelesen, dass wir das Kampfsystem ändern? Die machen das, glaube ich, so wie das 15er. Das Kampfsystem. Weiß nicht rundenbasiert, das wäre schlecht. Mein Cousin hat mir geschrieben per SMS die Nachricht, gell? Kampfsystem wird geändert, gell? Nicht wie, aber wahrscheinlich so wie Final Fantasy 15, gehe ich davon aus. Weil das halt jetzt modern ist. Und ich finde es blöd, ganz ehrlich, ich finde es blöd. Ja, okay. Ja. Ich finde, es sollte schon so bleiben, wie es ist. Es sollte wirklich rundenbasiert sein. Ja? Das wär am besten, ja. Ich meine, natürlich. Aber noch weiß man ja nichts, nicht? Also, ja. Noch ist es ja nicht offiziell. Guckt euch den Film an, ja. Aber auch wirklich ich nur. Kann in mal hier, Cut. Soll ich mal den Trailer abspielen? Der geht 3 Minuten. Oder ist es Director's Cut Trailer? Da steht hier Director's Cut Trailer, deswegen. So, mach. Von Hans. Von dir. Von Hans Wurst, yay! Ich hoffe, es geht. Muss yay! Gehen. Dann.必ず返してもらうからね。相手間違えてんじゃないぞと。おっさん、どこか岩陰で止めてくれ。ブラッド、降りるぞ。 世界がなくなるところだったんだ。俺ら死んだのせいでよ。カダージュの目的がやがて来るその瞬間の準備だとしたら準備。セフィロス復活。クラム、お前は人形だ。
Yay! Ja. Ach, die Complete Edition ist eigentlich genau dasselbe wie die Director's Cut. Auf jeden Fall eins von denen, nicht die normale Version. Bloß nicht. Ja, ich habe die normale Version, glaube ich, auf DVD noch. Ja. Ich muss sie mir mal holen auf Blu-ray. Ist einfach nur, damit ich sage. Nicht das Geld wert, ehrlich gesagt. Ja, nicht. Ich meine die Director's Cut. Ja, die normale meine ich. Ja. Und du? Sugar? Naja. Sugar approved. Sugar approved. Na? Nein. Ach, jo. Ja. Gut, dann. Gut. Tschüss. Dann bis morgen. Bis morgen.